So, Martin von Money Monkey, ist das die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 14.07.2022? Und unser DAX hat hier zum Mittwoch jetzt nochmal einen extra Knoten reingemacht. Also, das sieht sicher aus, das sieht wetterfest aus, aber man muss halt auch sagen, so richtig Signale nach oben kommen nicht. Wir wurden diesmal eigentlich schon mal die gleiche Ausgangslage wie die letzten beiden Tage, ne? Also auch so vom Schlussniveau, das ist nahezu identisch zu gestern. Und ähnliches Bild, nur dass wir diesmal nicht von der asiatischen Session abgeschossen wurden, sondern von der amerikanischen Session zum US-Vorbörsen-Open hat so einen DAX ganz gut aus dem Anker gerissen, aber hat das zum Nachmittag dann eben auch wieder ausgeglichen bekommen, sodass wir jetzt hier noch eine größere Lunte an der Kerze dran haben und wie gesagt, das Schlussniveau vom Vortag auch nur wieder halten haben können. Ne? Auch der Vortag war jetzt nicht so weit weg und damit ist das eigentlich, sieht das eigentlich recht unverändert aus und wir müssen schon festhalten, wir haben Montag, Dienstag und Mittwoch schon sichtbar deutliche Schwächeanfälle gesehen im Markt, im DAX insbesondere, die dann doch immer wieder ausgeglichen wurden. Also bin ich sehr gespannt und es sieht jetzt immer mehr auch ein bisschen nach einer Flagge aus hier von einer. Also es ist sehr flacher Fallwinkel einfach, dadurch, dass es immer wieder so deutlich nach oben kommt auf das Stückchen. Aber es ist halt, wie es ist. Ja? Wie gesagt, wir haben gleiche Ausgangslage wie gestern. Ich kann das eigentlich nur eins zu eins nochmal so runterreden. Wenn der uns hier unten stiften geht und er fällt, dann ist auch auf der Flagge, dann ist das scheißegal, ob die Flagge ist oder nicht. Wenn der hier unten stiften geht, dann macht er ein neues Tief drunter. Das heißt, dieses Risiko, das ist einfach noch da. Und deswegen ist der halt auch so anfällig, dass er einfach immer mal wieder, entweder per Gap oder durch so eine Aktion wie 14.30, einfach so nach unten gesetzt wird. Das kann auch mal 9 Uhr kommen. Ja, also, der ist einfach anfällig. Der ist noch nicht sicher raus. Der ist noch nicht in einer Position, in einer Lage, wo man eher damit rechnen muss, dass solche Stöße nach oben kommen. Das ist nicht vom Marktumfeld hier der Fall. Der muss erst wieder bestimmte andere Niveaus erreichen. So. Und dafür müsste zumindest mal die 8,50 erstmal wieder überbieten. Das wäre schon mal die erste Schule, die erste Kunst, wieder stabil über der 8,50 zu legen. Und dann könnte er hier dann die nächsten Sachen angehen. 79. Na, was ist mit meiner Maus los hier? Ich will eigentlich bloß das Ding hier ein bisschen weiter rüberschieben. Das gilt nämlich immer noch. Also müsste er die 8,50 rausnehmen, damit er sich hier wieder so 79 bis 13.000 aktivieren kann und darüber geht dann auch schon Platz auf rein in die 13.100, ja, ich sag mal 30 bis hier 60 so diese Kante, ja, 13.130, das ist dann glaube ich auch ganz passend. Was ist denn los hier? Das ist total versetzt, aber es geht. Okay, ich denke, ihr erkennt alles, ne? Das Wichtige ist hier jetzt erkennbar. Und Fakt ist, wir haben das gleiche Ausgangsbild wie gestern. Absolut das gleiche Ausgangsbild wie gestern. Wir haben einen starken Konter drin, schön gekontert, das wird schön ausgeglichen, aber es ist noch immer angeschlagen. Deswegen kriegen wir da unten neue Tiefs drunter. Im Zweifel damit rechnen, dass wir auf 500,445 wieder fallen und dann auch auf neue Tiefs unter 12.340 und weiteres. Naja, wir wollen erst sehen über 8,50. Letzte Woche hat das gut geklappt, ne? Erinnert euch dran, aber auch der Montag, Dienstag besonders schlecht, Mittwoch so, ne? Und dann ging es Donnerstag, Freitag schön stramm oben raus. Das würde vom Bild her auf den bisherigen Wochenverlauf auch gut passen. Aber ich will ihn erst über 8,50 sehen. Vorher rede ich stehen noch nicht zu schön und noch nicht zu gut, weil, wie gesagt, wenn er hier unten drunter kippt, dann ist er weg. Ja, und mehr kann ich nicht sagen. Haben wir es schon viermal alles wiederholt? Das sind die Kernelemente, die wir hier haben und mit denen wir erstmal arbeiten müssen. Und es ist eine angespannte Lage. Der macht es gut, der hält das, der verteidigt, aber er kommt auch noch nicht weg. Und solange er noch nicht wegkommt, bleibt er anfällig, immer mal wieder so eine Klatsche zu kriegen. Ja, gut. Ich wünsche euch viel Erfolg und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.